Am Wort ist Caroline Edt-Stadler, Ministerin für EU und Verfassung von der ÖVP. Ja. Die aktuelle Krise hat uns in sehr vielen Bereichen vor sehr große Herausforderungen gestellt. Und ja, gerade in der Krise muss der Rechtsstaat funktionieren. Und gerade in der Krise müssen rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien eingehalten werden. Und genau das, sehr geehrte Damen und Herren, hat Österreich gezeigt, hat der österreichische Rechtsstaat gezeigt und hat auch die österreichische Verfassung gezeigt. Ich darf bei Ihnen beginnen, Herr Abgeordnete Scherak, denn Sie sollten zwei Dinge nicht verwechseln. Es geht nicht darum, Angst zu machen, sondern es geht und ging vor allem darum, Dinge ernst zu nehmen. Und wenn Sie sich zurückerinnern an den Beginn der Krise, dann gab es nicht wenige, die gesagt haben, das ist nicht schlimmer als eine Grippe, was soll das, warum soll da überhaupt etwas an Maßnahmen gesetzt werden. Es ging darum, die Dinge ernst zu nehmen. Und es ging darum, den Menschen die Sorgen zu nehmen, den Menschen die Sorge davor zu nehmen, dass etwa Lebensmittel ausgehen oder dass sie nicht zu medizinischer Versorgung kommen. Und drittens ging es darum, das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind heute an einem Punkt, wo wir sehen, dass das gelungen ist. Es ist gelungen, das Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten. Es ist gelungen, Menschenleben zu retten. Es ist gelungen, den Menschen vor Augen zu führen, mit welcher Situation wir es zu tun haben. Und die Menschen haben sich auch daran gehalten, an die Empfehlungen, an die Ersuchen der Bundesregierung, sich an diese Vorgaben zu halten, zu Hause zu bleiben und nur notwendigste Gänge zu machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Grund, warum wir heute hier wieder eine Beschlussfassung brauchen, warum wir Änderungen im Verwaltungsverfahren beschließen sollten, warum Sie das beschließen sollten, ist der, dass wir Stück für Stück jetzt zu einer neuen Normalität zurückkommen können. Und warum brauchen wir diese Änderungen? Weil wir das Verwaltungssystem funktionsfähig halten wollen. Und wenn Sie mir vielleicht zuhören, dann erkläre ich Ihnen auch gerne, warum Sie selbst haben, und ich möchte Ihnen dafür auch wirklich einen Dank aussprechen, einstimmig in einem überparteilichen Schulterschluss im zweiten Covid-Gesetz Maßnahmen beschlossen. Zum Beispiel eine Fristunterbrechung für alle Verwaltungsverfahren, damit Menschen nicht daran gehindert werden, entsprechende Beschwerden einzubringen, an Verfahren teilnehmen zu können, damit man den Parteienverkehr auf ein Minimum zurückfahren kann, damit man verhindert, hier Verhandlungen durchführen zu müssen. All das haben Sie beschlossen, und ich möchte Ihnen dafür ausdrücklich danken. Diese Fristunterbrechungen enden mit 30.04. Und wir müssen danach trachten, dass die Verwaltungsverfahren auch tatsächlich jetzt geführt werden können, damit es keinen Rückstau gibt. Denn wie gesagt, noch einmal, ab 1.05. fangen diese Fristen neu zu laufen an. Und auch die Fristhemmung für die behördlichen Entscheidungsfristen laufen mit diesem Datum aus. Das heißt, was wollen wir mit diesen Verwaltungsänderungen, die hier Ihnen jetzt zur Beschlussfassung vorliegen? Wir wollen, dass es unter Einhaltung aller Maßstäbe nach der Europäischen Menschenrechtskonvention hier für die Behörde möglich ist, zu entscheiden, ob eine Verhandlung durchzuführen ist oder nicht. Und zwar unter bestimmten Voraussetzungen mit Auflagen, zum Beispiel dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, zum Beispiel auch dem Abstand halten. Und ein Wort auch zum Abänderungsantrag, weil ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen überrascht war über die Kritik, die hier auch seitens der SPÖ am Abänderungsantrag geäußert wurde. Ich kann nur sagen, wir hatten letzte Woche meinem Empfinden nach einen höchst konstruktiven Verfassungsausschuss, eine Debatte auf sehr hohem Niveau unter Beiziehung auch des Chefs des Verfassungsdienstes. Und wir haben Ihre Anregungen, nicht nur seitens der FPÖ, auch seitens der NEOS, aufgenommen, ernst genommen und auch in einen Abänderungsantrag hineingeschrieben. Zum Beispiel der Umstand, dass Sitzungspolizei auch dahingehend gleichwertig verwendet werden kann, um jemanden anzuweisen, Mund-Nasen-Schutz zu tragen oder Abstand zu halten, andernfalls ihn auch der Verhandlung verweisen zu können. Das sind Dinge, die sind neu in einem Verfahren. Wir haben das aufgenommen, und das ist auch im heutigen Abänderungsantrag zugrunde gelegt. Wir haben auch die Form der Videokonferenzen für die Verhandlungen in dieser Abänderung des Paragraphen 3 drinnen. Warum? Damit Verhandlungen eben durchgeführt werden können, aber auch in Form der Videokonferenz.
Wir müssen natürlich jetzt danach trachten, dass wir auch alles auf die Höhe des 21. Jahrhunderts heben und tatsächlich die digitalen und technischen Mittel auch in der Verfahrensordnung verankert sind. Und gerade in Zeiten der Krise, in Zeiten großer Herausforderungen mit einer Ansteckung durch Covid-19 ist das sehr wesentlich. Und es sollte im Ermessen der Behörde sein, zu entscheiden, ob eine Verhandlung, ein Ortsaugenschein, ein Lokalaugenschein durchgeführt wird oder in Form von Videokonferenzen abgehalten werden soll. Aber noch einmal, was ist der Sinn und Zweck dieser Änderungen? Das Verwaltungsverfahren sollte geführt werden können und es sollte zu keinen Rückstaus in den Verfahren kommen. Die anderen Änderungen, die vorgeschlagen wurden, wurden schon genannt. Etwa eine ganz wesentliche Änderung im Zustellgesetz, dass auch nach Auslaufen dieser Fristunterbrechung 30.04. tatsächlich ein Zustellen von RSA und RSB-Briefen möglich ist, ohne direkt mit den Menschen, die das zustellen, seitens der Post hier Kontakt geübt werden muss. Und zum Dritten zum Beispiel auch, das ist noch nicht genannt worden, eine Fristverlängerung für die Abschlussprüfungen bei den Integrationsvereinbarungen für die Fälle, wo jetzt diese Prüfungen nicht abgenommen werden können. Das ist etwas, was, glaube ich, jedem einleuchtet, dass hier kein Nachteil entstehen sollte durch die Zeit der Krise. All das haben wir ausführlich im Verfassungsausschuss diskutiert. Und ja, als für den Verfassungsdienst zuständige Ministerin sage ich Ihnen, dass ich es für sehr wesentlich halte, den Verfassungsdienst einzubeziehen. In dem Fall war er nicht nur einbezogen, er war auch logistisch tätig. Und ich weiß, meine sehr geschätzten Damen und Herren Abgeordnete, dass Sie dem Verfassungsdienst ein sehr großes Vertrauen auch zukommen lassen. Deshalb hat mich die Kritik umso mehr verwundert. Ich bitte Sie in diesem Sinne um eine breite Zustimmung zu diesem Paket. Dankeschön. Ministerin Caroline Edt-Stadler bittet um breite Zustimmung für das Paket. Es geht nicht darum, Angst zu machen, sondern Dinge ernst zu nehmen, den Menschen die Sorgen zu nehmen und das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten, entgegnet CDU- und Verfassungsministerin Nicolas Scherak.